Das hat bestimmt wehgetan. Das glaube ich auch, Tornado. Geschieht ihm recht, wenn er darauf steigt. Also denkt dran, Leute. Bald läuft die letzte Sendung. Ihr habt nur noch 2 Tage, um eure witzigen Katastrophen einzusenden. Und wenn ich sie zeige, winken euch 200 Euro. Tja, wie sagt man so schön? Schadenfreude ist die schönste Freude. 200 Euro? Wow! Was ich mit 200 Euro alles machen könnte. Na komm schon! Häng ihn ab! Häng ihn ab! Dürfte ich unser eigenes Ketchup dazu empfehlen? Der Cityflitzer! Das coolste Rad auf unserem Planeten! Oder vielleicht kaufe ich mir auch einen neuen Bruder. Mama hat gesagt, ich darf jetzt Fernsehen. Ich muss jetzt Hippo das lustige Flusspferd sehen. Du kriegst die Fernbedienung unter einer Bedingung, Zwerg. Du leihst mir deine Videokamera. Wozu? Ich will ein Videotagebuch machen. Wozu? Als Geschenk von Mama und Papa. Jetzt komm schon. Hippo das lustige Flusspferd wartet. Na gut, du kannst sie dir ausborgen. Aber ja nicht kaputt machen. Heute in einer Woche bin ich um 200 Euro reicher. Echt super. Was ist so lustig, Dumpfbacke? Ich werde 200 Euro gewinnen. Bei Lach, bis es weh tut. Das ist lustig, Schnüfflerin. Wirklich? Was hast du gemacht? Bist du über dein Gehirn gestolpert? Zum Kaputtlachen. Zeig mal her. Nein! Schau, was du gemacht hast. Du hast es gelöscht. Das hast du mit Absicht gemacht. Stimmt gar nicht. Bescheuerte, hirnlose, blöde Kuh. Jetzt muss ich wieder von vorn anfangen. Das war ja nicht gerade nett. Niemand nennt mich eine bescheuerte, hirnlose, blöde Kuh und kommt ungeschoren davon. Komm schon, Mama. Lass mich ja nicht hängen. Räum deine Spielsachen weg, Henry. Sonst tut sich noch jemand weh. Woher hat sie gewusst, dass ich hier bin? Ja. Hast du alles bekommen, Schatz? Nein! Keine witzigen Katastrophen, keine 200 Euro und nicht mehr viel Zeit. Was mache ich denn jetzt bloß? Ich brauche ein leichtes Opfer. Okay, Peter. Wieso kann ich nicht auf meiner Hüpfburg rumhüpfen? Weil das nicht so witzig aussieht. Ich meine gut. Mama und Papa freuen sich, wenn sie dich im Garten spielen sehen. Und Action. Geschafft! Das war aber anders geplant. Der Knoten hätte aufgehen müssen. Mama und Papa werden ganz stolz sein, dass ihr kleiner Engel Fahrradfahren gelernt hat. Oh, ich weiß nicht, ob ich das schon kann, Henry. Na klar! Na los, Zwerg. Denk dran, wie stolz Mama und Papa dann auf dich sind. Und Action! Komm schon, Peter. Tritt in die Pedale. Schneller! Wow! 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 Genau sowas brauchst du.
Henry, geht es dir gut? Sehe ich etwa so aus? Dir geht's gut. Und jetzt macht euch bitte sauber. Eure Cousine Zita kommt gleich zum Tee. Ui, super! Die zickige Zita? Tee? Das ist es! Was sind die lustigsten Katastrophen bei Lachen, bis es wehtut? Die mit Essen natürlich. 200 Euro, ihr gehört schon mir. Und es ist ein sehr gesundes Frühstück. Mama meckert, dass ich die Klamotten von gestern anhab. So gehst du mir nicht aus dem Haus, Henry. Papa meckert, weil ich meinen Stuhl nicht an den Tisch gerückt habe. Kannst du nicht einmal wie Peter sein, Henry? Was kann ich denn dafür, dass ich so bin? 8.48 Uhr. Ich suche meine Schultasche. 8.49 Uhr. Ich finde meine Schultasche. Und meine Sportsachen. 8.50 Uhr. Wir verlassen das Haus und machen uns auf den Weg zur Schule. Papa fragt mich, ob ich Zähne geputzt habe. Hast du die Zähne geputzt, Henry? Ich sage ja. Beeil dich, Henry. Wir kommen zu spät. 9.05 Uhr. Wir sind an der Schule. Nur 15, der Unterricht beginnt. Guten Morgen, Kinder. Dieser Teil ist total langweilig, den können wir überspringen. Also heute... Moment mal. Chemie kann lustig sein. Also denkt daran, mischt die beiden Flüssigkeiten nicht zusammen. Was haben Sie gesagt, Frau Streitaxt? Ich sagte... Hoppla. Du schrecklicher Junge! Musik ist gar nicht übel. Und manchmal lädt mich Frau Sonderlich in ihr Büro ein. Praktisch ein perfekter Tag. Es würde mich wundern, wenn ich keinen Eintrag ins Buch für gutes Benehmen bekomme. Doch das Beste am Unterricht ist Schulschluss. Yippie! 4 Uhr. Da läuft immer Rapper Zapper. Aber Peter sagt... Ich bin heute dran und ich will jetzt die tanzenden Gänseblümchen sehen. Und da sage ich nein, das ist was für Windelbabys. Und Peter beschwert sich bei Mama wie ein Windelbaby. Mama! Und weil ich zu Peter gemein war, werde ich auf mein Zimmer geschickt. Geh auf der Stelle in dein Zimmer. Aber es ist gar nicht so schlecht, bis zum Abendessen auf sein Zimmer geschickt zu werden. Und wie üblich frage ich Mama, ob ich noch mehr Pommes haben darf. Nicht bevor du dein Gemüse aufgegessen hast, Henry. Ich esse mein Gemüse immer ganz auf, Mama. Versteht mich nicht falsch. Ich esse sehr viel Gemüse, wie Kartoffelchips und Tomatenketchup und noch mehr Chips. Es gibt nur ein paar Gemüsesorten, die ich nicht mag, aber ich bin äußerst geschickt darin, sie verschwinden zu lassen. Mama, Henry hat gar kein Gemüse mehr auf dem Teller. Pommes sind auch Gemüse, wisst ihr? Unmöglich! Er saß doch nur ein paar Minuten dran. Ja, das ist aber ganz schön komisch. Seid still! Ich gratuliere dir, Henry. Denn von jeder Schule nimmt der Schüler, der bei diesem Test die höchste Punktzahl hat, automatisch beim Wettbewerb Schlaukopf des Jahres teil. Schlaukopf des Jahres? Der Gewinner bekommt einen nagelneuen Computer. Ein Computer? Meinen eigenen Computer? Wow! Du hast 100 Punkte, Henry? Wie ging denn das? Ich bin Henry, das Computergenie. Ist das wahr? Du nimmst als Schlaukopf des Jahres teil? Natürlich ist das wahr. Falls du mich brauchst, ich bin am Computer und lerne.
Aber, ich darf doch heute an den Computer. Ha, jetzt nicht mehr, Zwerg. Herrscher über die Galaxie! Henry? Henry, sei nicht so gemein. Wir sind sehr stolz auf dich. Aber da wir jetzt wissen, wie begabt du bist, erwarten wir von dir auch ein viel besseres Verhalten. Ach ja? Ja. Und Peter? Henry braucht jetzt mehr Zeit am Computer und darauf werden wir alle ein bisschen Rücksicht nehmen müssen. Ja, Mama. Ja! Los, spiel mit! Henry, Henry! Meine Freunde wollen ein Autogramm von dir. Das Autogramm von einem Genie. Hä? Oh! Für meine Fans mache ich doch alles. Wow! Toll! Und jetzt verschwindet. Ein Genie braucht Zeit zum Nachdenken. Ja, oh, ist ja, gut, sicher. Okay, lass uns spielen. Henry, Henry! Henry, Henry! Henry, warte doch mal! Wir bringen Geschenke, deinem genialen Superhirn zu Ehren. Geschenke? Ha, Geschenke finde ich gut. Aber ich brauche doch keine Brille. Alle großen Genies tragen doch Brillen. Ja, schon klar. Wow! Und du musst die hier tragen. Ha, niemals! Aber willst du denn nicht, dass alle gleich wissen, dass du ein Genie bist? Doch, eigentlich schon. Ha! Ein Buch? Na toll. Das ist das große Wissensbuch, weißt du? Oh, vielen Dank, aber ich muss jetzt los. Beat und ich spielen, wir führen ein Experiment durch. Es geht um, Fußball. Jetzt ist Henry auch einer von uns. Ja, Henry, der Streber. Nein, bin ich nicht. Henry ist ein Streber. Ich bin kein Streber. Oh je, ich bin ein Streber. Würde ein Streber das machen? Unglaublich. Henry demonstriert uns das Gesetz der Schwerkraft. Seht euch das an. Und jetzt beweist er Einsteins Relativitätstheorie. Das Experiment verstehe ich nicht. Bei der wundersamen Kiste der Verwirrung. Ich werde nun versuchen, diesen cleveren Jungen verschwinden zu lassen. Bravo, bravo, das ist ja wunderbar. Steig in die Kiste. Ach, na gut. Für ein Stück Kuchen mache ich alles. Alla Kadam! Dummerchen, da habe ich wohl irgendwas falsch gemacht. Versuchen wir es nochmal. Abracadabra! Hey! Ein letzter Versuch. Piff, paff, piggeridu! Sei nicht so gemein, Henry. So, jetzt gibt's erstmal einen Saft. Ja, und dann kommt der zweite Teil der Vorstellung. Oh nein, so kriegen wir nie unseren Kuchen. Hast du das gesehen? Er hat ja wirklich Angst vor Löwen. Das ist es! Genau! Löwen! Ich habe im Esszimmer für euch gedeckt. Ui, das ist der tollste Geburtstag aller Zeiten. Und vergesst nicht, kein Kuchen, bis der Clown mit seiner Vorstellung fertig ist. Röcke stehen dir eigentlich gut, Henry. Lass mich in Ruhe.
sein, wenn er seinen Schlüssel nicht hat. Na kommt, alle wieder ins Wohnzimmer, dann kann ich aufräumen. Gut, mein Teil ist erledigt. Hast du gemacht, was ich gesagt habe? Alles klar, die Show kann beginnen. Ich bin der große Mysterio und kann mich aus allen Fesseln befreien. Wer von euch möchte den großen Mysterio fesseln? Ich. Darf ich bitte? Ich bin das Geburtstagskind. Ha, Handschellen und Seil sind für mich ein Klacks. Und nun werde ich mich in nur 12 Sekunden befreien. Fangt rückwärts an zu zählen. 12. 11. 10. 9. Das gibt's doch nicht. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Nein! Was hast du gesagt, Mama? Aus dem Zoo ist ein Tier ausgebrochen? Das gibt's doch nicht. Ein Löwe? Ein Löwe? Nein, nein, nicht schon wieder. Da ist er, der Löwe. Oha. Funktioniert. Jetzt bleibt für uns sogar noch mehr Kuchen. Hm? Wo ist der Löwe? Ich hab ihn verjagt. Was soll denn das Gebrüll? Wo sind denn alle hin? Keine Ahnung. Können wir jetzt den Kuchen essen? Oh ja.